Hey ho Leute, willkommen zurück bei Plants vs. Zombies und Bowling ist angesagt immer noch. Gerade steht es nicht unbedingt so hundertprozentig für uns. Vor allem, weil wir die ganze Zeit irgendwelche nervigen Biester haben. Und wir jetzt noch nicht die Huge Wall of Zombies oder Huge Wave of Zombies bekommen. Überleg gerade, ich glaube, ihr seid mit am einfachsten noch wegzumachen, auch wenn die scheiß Gartenzauntür dabei ist. So. So, weg damit. Weg damit. Weg damit. Schon wieder so ein scheiß Disco-Zombie. Mist, ich muss sie so in die Luft sprengen. Die Reihe und die untere Reihe muss ich noch fertig bekommen. So, hier weg mit dir. Ja. Müssten wir es, glaube ich, geschafft haben. Komm, den machen wir noch so platt. Und jetzt. Und wir haben es gemeistert. Super Leistung. Naja, es geht, aber noch gar nicht so schlecht. Pogo Party. Ja, ganz viele Pogo Sticks. Natürlich werden wir dann bei Pogo Sticks Tornad. Da war ich mir gar nicht mehr so sicher. War das Tornad? Konnten die das machen? Dann da. Coffees. Die hier. Konnten wir rum also leichter frieren, die machen wir. Gatling auf jeden Fall, Sunflower und ich würde mal sagen Sunflower Upgrade und dann Let's Run. Peter, ach was ein Upgrade ist. Repick. Sure, 4-Piece. Fuck. Ich bin mir nicht sicher. Soll ich die Cherry Bomb rausholen? Ja, Repeater brauchen wir. Den hier. Ready, set, plant. So. Jetzt haben wir natürlich keine. Ah, da war. Ich weiß nicht, ob deine Massenintelligenz war. Ihr werdet schon feststellen, wieso. Weil wir jetzt keine Möglichkeit haben, die ersten Zombies, die wir sonst immer abgewehrt haben, mit dem Potato Mine, haben wir jetzt leider nicht die Möglichkeit. So, Sunflower. So, den ersten Magnet Shroom. Und gleich die Koffeinbiene rauf. Yeah! Koffein ist doch was Cooles. Und dann haben wir schon den ersten Pogo Stick, geil. Leute, bräuchte ein bisschen mehr. Ah, ich bin blöd, wisst ihr was? Ich muss nochmal neu machen. Restart Level. Aus dem ziemlich einfachen Grund. Dach! Ich bin der Idiot. Dach! Da steht der Dach! So, so. Müssen natürlich per Katapult gehen. So. Machen wir das so rum. Der slowt auch ein bisschen. Und so machen wir mehr Schaden. Dann Potato Mine haben wir. Tornad. Sunflower Upgrade. Die. Und dann. So. Let's rock. Erneut. Hoffentlich besser. Sunblume.
weiß ich gar nicht, explodiert der? Das müssen wir auch mal ausprobieren. Explodiert die Potato Mine gleich bei dem ersten Pogo-Stick oder... Oder was passiert dann? Kann auch sein, dass die nicht explodiert und einfach rüberspringt. Wie es ja bei Potato Mines, wie bei Pogo-Sticks-Typen so ist. Aber kann auch sein, genau wenn er drüber ist, dass er explodiert. Wir schauen mal nach. Abgesehen davon, dass der sein Pogo-Stick verliert in der ersten Runde. So, Coffee Bean. Okay, Potato Mine hier. Ich komme rechtzeitig raus. Los, Potato Mine. Ja, ist doch super. Potato Mine. Potato Mine. Potato. Ja, danke. Das war auch überhaupt nicht knapp, Junge. So. Das ist doch wenigstens knapp gewesen. Und komm noch einmal Butter. Ja. Damit muss der erledigt sein. Und. Ey! Hey, das ist doch fies. Nee, dann müssen wir nochmal anfangen. Ja, das ist. Die klappt doch nicht ganz so. Kam der über die Toren da drüber? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sollen wir doch. Statt dem machen wir so. Potato Mine lassen wir doch lieber. Das war nicht ganz so das, was ich immer toll finde, aber na gut. Tornad, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube immer noch, die komme ich rüber. Und dann natürlich die Coffee Bean und der. Dann nochmal. Los geht's. Ja, kennen wir schon. Ich weiß. Muss ja auch irgendwie mal klappen. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert deswegen. Achso, hier schnell. Pflanzen. Ich darf es doch nicht vergessen. Ich muss schnell Sonnenblumen pflanzen. Mal so machen. Könnten die Shrooms auch mal ganz vorne packen, dann werden die Sticks ganz schnell weggemacht. So. Komm. Schneller, schneller, schneller. Blümchen. So, da kommt schon der erste. Leute, nochmal zwei. Ja, und los geht's. Trotzdem so schnell. Der Idiot. Der verliert doch so wenig. Wie hält das denn aus? Das? Ich weiß es nicht. Restart Level. Die halten so viel aus. Jalapeno würde zumindest erstmal den ersten Andrang wegmachen. Ein Chambar. Aber das ist doch nicht so gut. Ich glaube, ich nehme den Scrush. Genau. Nehmen wir den Scrush. So. Dann. Zwar nicht gut wie Potato Mine, aber es ist wenigstens schnell da, wenn man ihn braucht.
Die Topf. Der Topf. Die Topf, genau. Die Topf. So, Tall. Ich bin mir da nicht so sicher. Ey Leute, ich mach mich total kirre gerade alles. So. Ich bin total verwirrt. Jetzt kann ich auch nicht den. Nein. Ich muss einen wegnehmen. Nehmen wir den doch weg hier. Coffee, 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 Coffee. Wo ist denn Coffee? Coffee Bean hier. Okay. Let's rock. Oh, ich will es auch nicht ewig hinziehen. Kann nicht sein. Dass wir so ewig brauchen jetzt gerade für dieses Level. Die kommen einfach zu früh, beziehungsweise können wir hier nichts groß machen. Und Grish, die braucht auch 50 nervigerweise. Es war nicht so viel, aber es ist nervig. Ich hoffe nur, dass er wirklich reagiert und nicht dann irgendwie ist. So, den nächsten. Okay. Noch drei, noch zwei. Eins, zwei. Komisch ist auch, dass jetzt keiner kommt. Wir hatten erst, nachdem wir den Magnus Shroom, ja. So. Jetzt hoffe ich mal, dass es klappt. Sogar sagen, erst nachdem wir den ersten Magnus-Room hatten. So. Okay. So. Dann kannst du erstmal ausbeißen, mein Kerl. Grish ist bereit. So. Könnten wir da langsam angehen. Ich glaube, wir schon eine Attacke hier gegen einsetzen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche, um die ganzen Pogo-Sticks anzuziehen. Also sieht man hier, die Reichweite hat nicht ausgereicht. Und jetzt kommt schon der nächste. Also, so, hier die Nuss. Und gleich nochmal Kaffeebean. Wie gesagt, das soll jetzt erstmal für die Abwehr, für die erste Abwehr sein. Ach, das war dumm. Den können wir gleich wieder weghauen. Keine Abwehr hier mäßig haben. Hier ist Grish. Also komme ich nicht voran. Nicht wirklich. Tornad. Ich muss dich dann auch bald austauschen. Sagt, ist das keine richtige Lösung. So, nochmal eine Abwehr. Und bald kommt Huge Wave wieder. Upgrade nochmal eingeleitet. Ja, was soll man sonst machen? Erstmal hier nochmal das hin. Kaffeebean. Damit es für den unteren Stick klappt. Wie gesagt, das Grush ist wieder bereit. Irgendwie Pflanzen-Upgrade braucht erstmal eine Weile. Mal sagen, wenn ich die erste 300 da habe, werde ich hier erstmal höchstwahrscheinlich, genau, mache ich mal gleich hier hin und vorher noch einen Topf.
Ja, das ist die einzige Hoffnung, die ich habe. Dass das einigermaßen klappen würde, so die Taktik. Mit der Tornad geht es ja auch nicht weiter. Einfach viel zu schwach und gerade kommt jetzt eine Huge Wave. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Gebt mir mal eure Sonnenpower. Ich bräuchte ein bisschen Kraft. Gerade Tortenlinie, wo wir noch nicht so richtig verteidigt haben. So. Ach so. Okay. Das hat er schon mal besiegt. Arsch. Hier, zack. Über die Tornad rüber. Und auf die Tornad. So, verdammt, da kann ich jetzt gar keine Tornad machen. Okay, er fliegt erstmal, geht erstmal dahin. Die anderen Tornads sehen eh nicht so glücklich aus. So, der nächste Upgrade. Und wir machen hier einen kleinen Break. Ja, ist doch ein bisschen schweres Level. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.